So, dann geht es jetzt weiter. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Ich habe ja gesagt, wir müssen das hier ein bisschen hochbauen. Das wird natürlich wieder abgebaut. Bei manchen Sachen ist das halt so bei mir. Erst ein bisschen aufbauen, dann wieder abbauen, damit wir nur mit dem Maß nicht so durcheinander kommen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir bauen das jetzt hier erstmal komplett diese Seite wieder ab. Genau die Höhe, wie wir auch jetzt hier die Stufe haben. Das heißt, genau da, wo die Stufe ist, so wird das jetzt einmal klein wieder abgebaut. So, haben wir das gemacht. Nehmen wir jetzt einmal einen Klotz und gehen jetzt genau in die Ecke, da wo der Dreier ist, machen wir zwei Stücke hin. 1, 2, 1, 2 und dann hier das gleiche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und hier ist der Dreier, beziehungsweise hier ist das 1, 2, 3, 4 und dann ist dann der Dreier da. Dann müsste man das hier wegschlagen. Genau, dann ist hier, müsste der Dreier sein, genau da. 1, 2, 1, 2. Was war das denn für einer? Habe ich jetzt nicht gesehen. Wer hat mich jetzt eingeladen? So, dann haben wir das so, ne? Alles klar. Dann machen wir jeweils jetzt noch einen hier hin. Dort, da, dort. Hier, dort, da. Hier, dort, da. Hier, dort, da. So. Und hier. Dann sind wir einmal so rumgegangen. Hier machen wir jeweils in der Ecke nochmal einen hin. Zack, dort, hier. Okay, so, dann haben wir das so. Alles klar, haben wir das gemacht? Machen wir jetzt Folgendes. Jetzt gehen wir einmal hier, machen das hier einmal komplett zu. Einmal komplett hier zu. Da kommt das Dach ja drauf. Das ist ja dann uninteressant. So, damit wir nicht durcheinander kommen, machen wir das jetzt einmal hier wieder zugenudelt. Fertig. Und dann machen wir jetzt hier jeweils in der Mitte noch einen hin. Zack, dort. Zack, hier. Dort. Da. Und dann haben wir das Ergebnis. Und dann kommt das Dach da oben drauf, ne? So, das ändert ihr hier natürlich hier auch. Und dann haben wir hier das Maß für das nächste Fenster. So, jetzt müssen wir noch 7 Steine nach oben. Das heißt, jetzt hier müssen wir nochmal, das hier ist das Fenster, was wir jetzt noch bauen. Und da haben wir jetzt 1, 2. Gehen lieber hier in die Ecke. 1, 2, 3. Boah, was ist das denn jetzt wieder? 3, 4, 5, 6, 7. Dann machen wir mal 8. Das wird ja sowieso noch höher. 8 Steine komplett einmal noch werden hier ausgebaut. So rum. Bis zur anderen Seite. So. Und dann einmal hier hoch. Und das wird einmal nochmal ausgebaut. Beziehungsweise nicht ganz ausgebaut. Bis hier. Wir machen das hier. Da ist ja das Fenster. Da müssen wir bis hier hinbauen. Das ist, hier ist das Fenster. Und dann ist das hier die Wand. Zack. Das gleiche hier auch. Hier ist Fenster. Da kommt der Pfeiler hin. Passt. Und dann wird das hier einmal komplett ausgebaut. So, jetzt haben wir es ausgebaut. Das ist das Ergebnis. Jetzt gehen wir noch hier in die Ecke, da habe ich mich vertan. Da ist ja hier die Fensterbank. Und da müssen wir hier auch den Stein wegschlagen noch, dass hier frei ist. Das heißt, hier ist frei, da ist Fensterbank. Haben wir auf der Seite auch gemacht. Frei, Fensterbank. So, dann heißt es, die Reihe kommt nochmal weg und die Reihe auch. Das heißt, einmal hier weg. Die halbe Reihe weg. Dann gehen wir nach hinten. Machen dort einen ganzen Stein hin. So. Flutsch. Dann gehen wir hier, suchen hier die Mitte. Das heißt, hier vom Fenster aus, das ist die Mitte. Gehen wir nach oben und machen hier hinten einen Stein hin. Tschack. Dort einen hin, dort einen hin. Fertig. Dann außen einen hin. Dann zwei freilassen und dann einer dorthin und dann haben wir hier wieder einen Zweier. Das gleiche hier auch. Zwei Steine, ein Stein, zwei Steine, ein Stein. Dann haben wir das Ergebnis. Dann nehmen wir einmal unsere Mauer, das heißt unsere Doritmauer. Und dann machen wir erstmal drei Stück nach oben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und das erstmal bei der Reihe jetzt komplett, außer hier in der Mitte. Da kommt ein ganzer Stein hin. Einmal nach oben. Zack. Und dann zieht ihr hier wieder 1, 2, 3. 2, 3. Und die beiden auch. So, dann nehmen wir einmal einen ganzen Block. Machen dort 1, 2, 1, 2, 1, 2. Überall zwei Stück oben drauf. Dann nehmen wir einmal die Treppe und machen überall erstmal dort einen hin. Warte, natürlich die Richtung. Dort, hier, dort,
4. Dann immer so weiter. Zack. Schluck. Schlick. Und da. Ey, was ist jetzt los? Voll Banane jetzt, ey. So. Und so. Jetzt haben wir es. So muss das aussehen. Das ist das Ergebnis. Und dann machen wir hier natürlich zu. Das heißt, hier ein ganzer hin. Einmal zubauen. Zack. Hier zubauen. Dann können wir... Ja, das ist 1, 2... Genau, da müssen wir noch... Hier in die Ecke machen wir jetzt eine Treppe hin. Dort in die Ecke. Und dann müssen wir einmal einen ganzen nehmen. Und machen hier nochmal vorne einen ganzen hin bis hier oben. Dann kommt die Treppe einmal dorthin. Und einmal hier hin. Dann haben wir das Ergebnis. Und dann machen wir hier oben die Reihe weg. Machen hier nochmal einen Stein hin, komplett. Im Ganzen natürlich. Einmal hier, einmal rum. Zack. Dann hier einmal noch auch weg. Und dann nehmen wir einmal wieder Treppe. Dorthin. Einmal hier hin. Dorthin. Und da. Und dann einen halben. Damit schließen wir das dann ab. Und dann haben wir so ein Fensterchen. Fertig. So, dann müssen wir nur einfach nur unsere... Wie heißt das? Unsere Fensterbank dahin basteln. Können wir so machen. Bisschen breiter, je nachdem. So. Und fertig. Und dann nimmt ihr nochmal einen ganzen und macht dann natürlich hier hinter, dass das nicht so aussieht, angefressen. Einmal hier einen ganzen hin. Zack. Und auf der anderen Seite auch nochmal einen ganzen hin. So. Und dann geht ihr so rum und dann haben wir das Ergebnis. Ich überlege gerade, ob wir das jetzt hier hinter noch, entweder wir lassen das so oder ihr macht hier hinter dann nochmal so eine Reihe hin. So. Dass es so aussieht. Da würde ich am besten so machen. Dann können wir die Fenster dann auch dann direkt da rein basteln. Dann würde ich das hier so entlang. So entlang. Dann hier runter. Den hier hoch. Dann hier runter. Und dann können wir hier ganz locker die Fenster hier so reinbasteln. Und dann sieht das von außen so aus. Ne? Habe ich hier unten, haben wir das nämlich auch gemacht. Das ist besser. So, was wir jetzt noch umändern müssen, die Fenster hier unten. Ihr seht ja, das ist ja so. Haben wir das ja gebaut. Um einmal so rum. Und überall, ich habe jetzt nur ein anderes Foto von Nahaufnahme, da sind überall auch diese Pfeiler hin. Das heißt, jetzt müssen wir einfach nur, schlagt ihr das, warte mal, welche Höhe ist das denn? Genau hier. So, 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3, dass wir hier ein Podest haben. 1, 2, 3 und dann sind wir wieder hier oben. Das heißt, jetzt hier baut ihr das so hin. Genau dort, wo hier, seht ihr ja, hier ist der ganze... Dann hier und dann 1, 2, 3 und dann haben wir automatisch hier das unten fertig und dann einfach hier, zack, 1, 2, 3. Und dann haben wir das Ergebnis, so aussieht. Das machen wir hier natürlich auch überall. Das heißt hier rausschlagen, dann durch die Mauer ersetzen. So, jetzt habe ich das jetzt hier zu tief geschlagen. So, das heißt immer diese Höhe, zack und dann 1, 2, 3 und so. Und dann machen wir das genauso, wie wir es da oben gemacht haben. Das heißt, die hinter machen wir jetzt jeweils, damit wir auch das Fenster schön reinpopeln können. Einmal hier die Seite. So, dann hier die Seite. Und dann wieder, wie ich schon sagte, einmal hier vorne. Zack. Von da aus vorne. Von hier vorne. Von da vorne. Und das könnt ihr natürlich ein bisschen verbessern, dass das dann so aussieht, je nachdem. Das ist Hauptsache, das sieht dann so aus. Zack, fertig. Könnt das Fenster so reinbauen und dann seht ihr das von der Seite. Und das macht ihr jetzt genau hier. Hier habe ich es ja schon gemacht. Hier müsst ihr nur die Steine reinmachen. Dann hier das gleiche. Zack. So. Und hier auch. Hier oben habe ich das auch schon gemacht. So sieht das dann aus. Und das macht es dann auch überall. Damit es schön schickele ist. Und dann geht es weiter.
So, jetzt geht's mit dem Dach weiter, beziehungsweise jetzt machen wir die Spitzen dorthin. Unsere schönen Türmchen. Die müssen wir jetzt dahin puppeln. So, das heißt, jetzt hier habe ich vergessen, eine hinzumachen. So. So sieht das ja überall aus, ne, bei euch. So. So und einmal so rum. Alles super, ne? Jetzt nehmen wir einmal unseren ganzen dunklen Prisma und machen jetzt hier einen ganzen hin. Einmal so entlang. Einmal so entlang. Hier entlang. Dort entlang. So, zack. So. Dann haben wir das, dass das so aussieht. So, dann machen wir automatisch, werden das dann 1, 2, 3. Zweite Reihe, dritte Reihe. Zweite Reihe, dritte Reihe. Zweite Reihe, dritte Reihe. Dann haben wir das. So, dann machen wir hier weiter. Das heißt, jetzt hier gehen wir jetzt auch hier hoch, genauso wie das Maß ist, ne? Einfach die Ecke, einer und dann jeweils auch drei Stück. Das war jetzt hier einfach zack, zack, fertig. Dann haben wir das. So, dann haben wir das Ergebnis. Jetzt gehen wir hier hin. Dann machen wir jetzt hier 1, 2, 3 und dann hier oben drauf 1, 2, 3. Das überall. Erstmal hier vor 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3. Dann hier ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Dann wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Und dann natürlich auch wieder drei Steine nach oben. 1, 2, dritte Reihe. Und dann auch wieder komplett einmal drumherum. So, fertig. Jetzt wieder in die Ecke. Ein hin. Genauso hochziehen, wie die anderen sind. Zack. So, dann haben wir das Ergebnis und dann geht das immer so weiter. Wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann wieder drei Steine nach oben. Ne? Dann hier auch wieder, davor drei Stück, da oben drei Stück und dann genau die gleiche Höhe wieder. Drei Steine, dann haben wir das Ergebnis. Dann sieht das so aus. Das auch einmal komplett, einmal rum. So, dann haben wir das. So sieht's aus. Und dann geht's wieder. Immer wieder drei Steine. Davor. Da drauf und dann 1, 2, 3. Und dann könnt ihr hier, ist das ja schon eng genug, dann braucht er nur hier so nach oben. Zack, zack. Und dann ist automatisch einmal hier die Höhe komplett. So, so. Und dann hier der letzte wieder. 1, 2, 3. So sieht das Türmchen aus. Tata. So, natürlich sieht das jetzt noch Larifari aus. Jetzt geht es sofort weiter, aber es muss ja auch ein bisschen stylisch sein. Das heißt, jetzt wir nehmen jetzt einmal unseren Stein und machen jetzt hier einmal 1, 2, 3. Einmal komplett einmal entlang. Zack, zack. Warte mal, da haben wir jetzt 1, 2, 3. Mache ich genauso hoch, okay. Das so aussieht. Hier nochmal. Einmal Dreier hoch. Hier ein Dreier hoch. Dort ein Dreier hoch. Und hier ein Dreier hoch. Zack. Dann wird das ja natürlich wieder jetzt hier wieder höher. Wir können auch von da aus einmal runtergehen. Dann von da aus den Dreier davor. Da den Dreier davor. Hier den Dreier davor. Fertig. Das auch wieder komplett einmal um Pudding. So, haben wir das gemacht? Tada, fertig. So, jetzt müssen wir noch einen, den letzten Schliff verpassen. Auf der Seite habe ich es schon gemacht. So sieht das dann gleich aus. Und dann kommt noch die ganz Spitze oben drauf und dann sieht es schon einigermaßen schön aus. So, was wir jetzt benötigen, einmal die Prismatreppe und das war's. Das bedeutet, wir machen jetzt genau aufpassen. Überall da, wo jetzt wir die Dreier gemacht haben, hier außen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hier auch. Diese werden alle hier oben ersetzt durch eine Treppe. Das heißt jetzt hier 1, 2, das ist die dritte, da kommt die Treppe hin. Und dann immer so weiter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist also quasi immer die Spitze. So. Dort. Hier die Spitze. Dort die Spitze. Da die Spitze. Und dann wieder so rum. Hier. Dort. 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 So, dann sind wir einmal rumgegangen. Überall jeweils, wie ich schon sagte, da wo die, wie wir die Dreier gemacht haben. Dann sind es nur noch 1, 2. Und dann die dritte ist dann immer die Treppe.
So, jetzt gehen wir folgendermaßen vor. Wir gehen erstmal unten rum und dann immer Stückchen für Stückchen nach oben, wie so eine Torte. Also wir machen jetzt erstmal hier vorne zwei Stück hin, dort zwei Stück hin, dann gehen wir andersrum. So, dann wieder dort, hier, da, dort. Und dann wieder so rum. Hier, dort, hier, dort. Andersrum, hier, dort, hier, dort. Fertig. So, jetzt gehen wir hier vorne, einmal hier hin, einmal dorthin. Dann lässt ihr den frei, weil das jetzt entweder ihr geht die Richtung oder in diese Richtung, das sieht so Banane aus. Das lassen wir frei. Das heißt, jetzt ihr geht jetzt hier da einer hin, dort einer hin. Den lassen wir. Dann wieder hier, dort und da. Den lassen wir. Hier, dort, da lassen. Hier, dort, fertig. Dann sieht das so aus. Dann gehen wir nach oben. Dort wieder hier vorne, dort, dann andersrum, vorne, da passt es ja wieder, dort vorne, vorne. Jetzt sind wir oben angekommen, das heißt jetzt hier wieder, tack, tack. Und dann hier, seht ihr, ist das wieder so durcheinander. Da machen wir folgendes, da habe ich glaube ich gar nichts gemacht, da habe ich das alles so gelassen, ja. Genau, da habe ich das so gelassen, weil hier oben ist das ja dann sonst so angefressen, wie ich schon sagte. So, dann lassen wir das so, wie es jetzt ist. So. Und dann machen wir jetzt hier noch, ist das ja mit der Treppe hier bündig, dann machen wir noch einen weg. Zack. Hier auch in der Ecke. Zack, einen weg. Zack. Und zack. Dann haben wir das Ergebnis. So, dann müssen wir hier, habe ich hier bündig gemacht? Oder habe ich das so gelassen? Ich guck mal auf der Seite nochmal. Dafür habe ich es ja, aha. So, okay. Ist bündig und dann weg. Das passt so, wie es ich gemacht habe. Also, dann haben wir das so. Da sieht das schon interessanter aus. Dann machen wir oben 1, 2. Und dann nehmen wir einmal eine andere Siedmauer. An der Siedmauer. Boah, ich habe den Sprachfehler wieder exklusiv. Einmal hier eine drauf. Dann nehmen wir eine Siedklotz. Dann noch eine drauf. Und dann einmal Eisengitter Pitch. Und dann müsste das so aussehen. Ich glaube, das sieht so aus. Ich gucke mal auf ein Foto. So, ja, das lassen wir so. Das ist auch so eine Spitze. Das heißt, jetzt hier eine Spitze und dann ist das... Ja, kann man machen, wie man will. Ich habe das jetzt so gemacht. So lassen wir das jetzt. Da müsst ihr auch mal so eine Spitze machen. Da habe ich jetzt, glaube ich, auch gemacht. Habe ich auch so eine Spitze gebaut? Ja, da habe ich es anders gebaut. Da habe ich so gebaut. Da habe ich 1, 2, dann ein Klotz und dann ein Strich. Und da ist es anders. Weil das ja auch ein anderer Turm ist. Ha! So, dann machen wir das hier auch eben kurz. Zwei Klötze oben drauf noch. 1, 2. Dann einmal Mauer, Klotz, Mauer und einmal eine Eisengitter, Pitch. Und fertig sind die beiden Türmchen. So sehen die jetzt aus. Ich hoffe, sie gefallen euch. Und ja, dann gehen wir sofort weiter. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet. Dann kommt das Gebäude. Und dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir auf der Seite. Dann geht es nämlich ein bisschen schneller. Machen wir hier oben hin. Erstmal die ganzen Fensterreihe, das ist ja eine ganze Fensterreihe, die bauen wir dann ein bisschen in die Ecke hier. Und dann haben wir schon wieder einen richtigen Teil vom Gebäude, was wir dann runterbauen können. Also wünsche ich erstmal viel Spaß und wir sehen uns dann wieder bei Play Simple.